im großen Feld auch viel kleiner ist. So, noch 1:20 und hier schauen wir mal in die Männer. Beim Inlineskaten ähnlich wie beim Triathlon, die Männer rasieren sich die Beine. Die Frage kommt immer wieder, warum macht man das? Es sieht zum einen richtig geil aus, sagen die Frauen. Ja, das hat auch eins, ja, man sieht auch hier, die starken Läufer sind natürlich alle vorne, um der Sturzgefahr zu entgehen und machen da direkt Druck. Das Craft-Silvanet-Team zieht sofort los. Und vor allem ist es auch ganz wichtig, gleich hier zu Beginn eine gute Ausgangsposition zu haben. Carsten Eich hat es gestern gesagt, die richtige Stelle zu finden, auch beim Marathon, um loszulaufen. Es macht keinen Spaß, das Feld von hinten zu überholen. Das ist auch schwierig, macht auch keinen Spaß, sich, wenn man sich vorne anstellt und nicht ganz so schnell ist, sich überholen zu lassen. Also insofern die besten Fahrer vorne, gute Ausgangsposition und dann geht's los. So, 9:46 geht's weiter und die nächsten stehen bereit. Und Frau Olli ist heute ein großes Feld hier. 4, 3, 2, 1, los geht's! Alles Gute! Mit Uhr, mit Handy ausgestattet. Und das ist auch Sport in Leipzig. Sport, den wir lieben. Und worauf wir stolz sind, dass wir auch hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen dürfen, die sich auf diesen 36. Stadtwerke Leipzig Marathon vorbereitet haben. So, das ist Peter. Das größte Handballfeld, was wir hier hatten, hat mich mal einfach mit getäuscht. Peter Schütze wird heute hier die Marathon, die schnellsten Marathonis begleiten, wird uns dann auch Edgar Edler auch berichten, ob es heute wieder vielleicht den einen oder anderen Überraschungsläufer gibt. Und das ist das große Feld unserer, wenn ich jetzt sage, Volkskin, leider ist das Quatsch, weil auch die trainieren natürlich hart, haben vielleicht keine Lizenz oder sagen sie, wir wollen jetzt hier alles. 4, 3, 2, 1.